Zwar ist die Wanderausstellung zum Jubiläumsjahr Anhalt 800 schon an zwei Orten zu sehen, aber die feierliche Öffnung der Tour war am Samstag in Zerbst. Zum Termin in die Aula des altehrwürdigen Franziszeums-Gymnasium war diesmal der Ministerpräsident Haseloff erschienen, um ein Grußwort zu halten. Und neben dieser Ansprache hat er aber auch eine Information dabei, auf die sicherlich royal interessierten Sachsen-Anhalter schon lange gewartet haben. Die Königin kommt. Ich war gestern beim Botschafter. Wir haben alle Details besprochen. Auch mit dem Bundespräsidialamt werden die Details besprochen. Das heißt, wir haben einen richtig schönen Tag, wenn alles bei der Planung bleibt. Am 25. ein wichtiges Zusammentreffen der Königin von den Niederlanden und unserem Bundespräsidenten Herrn Gauck. Und das ist in Sachsen-Anhalt und das ist in Anhalt. Auch faktisch ja im Zusammenhang mit 800 Jahre Anhalt. Was Größeres kann man sich nicht vorstellen. Natürlich war es vollkommen klar, dass es sich die lokalen Politiker nicht nehmen ließen, die Gäste durch die Ausstellungsräume zu begleiten, bei ihrem Blick auf die Ausstellungsstücke. Höhepunkt und auch gleich zu Anfang der Führung war eine historische Bibel, gedruckt im Jahr 1541, seit 1945 verschollen und erst vor gut einem Jahr wieder zurück in Sachsen-Anhalt, die sogenannte Kranach-Bibel. Also die Bibel war für mich das Faszinierendste, was ich bisher im Sinne des Buchdrucks erlebt habe, weil es erstens eine Kranach-Bibel aus Wittenberg ist, meiner Heimatstadt, zweitens dort durch die persönlichen Eintrage von Philipp Melanchthon oder auch von anderen wichtigen Reformatoren ein einzigartiges zeitgenössisches Dokument darstellt. Und wer sich die Farben angesehen hat und verglichen hat mit heutigen Versuchen eines Reprints, also eines Nachdrucks, der weiß, dass wir da nie wieder rankommen. Das sind Farben, die sind nach 500 Jahren so leuchtend aus Naturrohstoffen entstanden, Lapislazuli und so weiter und so fort, dass man also nur staunen kann, wie das damals hinbekommen ist. Es ist ein einzigartiger Schatz. Ich würde sagen, das ist Bestandteil des Staatsschatzes von Sachsen-Anhalt. Und dieser Staatsschatz wurde stark dezimiert, besonders nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele der von den anhaltischen Fürsten überlieferten Dokumente und Kulturschätze gingen bei der Zerstörung von Zerbst verloren. Und so waren nicht nur hunderte Tote zu beklagen. Und das ist natürlich ein besonderer Schatz hier in der Stadt Zerbst, den wir noch zurückbehalten haben, obwohl wir damals 1945 am 16. April zu 80% zerstört wurden und hier die Kulturgüter leider verschwanden und mit dem auch über 600 Tote. Aber das ist ein Kapitel, was die Stadt Zerbst wirklich zurückgeworfen hat. Umso mehr freuten sich die Ausstellungsmacher um Agnes Almuth Griesbach über jedes Artefakt, das die Ausstellung bereicherte. Denn schon seit 2008 saßen die Museumsleute der beteiligten Einrichtungen beisammen, um die wichtigsten und interessantesten Fakten für die Wanderexposition zusammenzutragen. Manchmal kein leichtes Unterfangen, sich auf die richtigen Fakten und Formulierungen zu einigen. Wenn man sehr viele Museumsleute an einen Tisch setzt, hat jeder seine Vorlieben, seine Stärken, seine Schwächen und man möchte natürlich möglichst viel unterbringen, aber 800 Jahre Geschichte darzustellen ist einfach schwierig und man kann auch nicht das letzte i-Tüpfelchen dann darstellen. Das war teilweise eine sehr, sehr heiße Diskussion und wir hatten in unserer ursprünglichen Konzeption 4 Themeninseln, die wir dann relativ schnell ausgeweitet haben auf 7 und auch da haben wir dann eigentlich um jedes Wort gerungen. Die Anhalt 800 Wanderausstellung ist an mehreren Orten gleichzeitig zu sehen, derzeit zum Beispiel in Berlin und Ballenstedt und ab dem 4. April auch in Dessau. Und alle Ausstellungen folgen den gleichen Prinzipien, so gliedert sich das Konzept in 7 Teile. Das ist einmal das Land von den Ursprüngen bis zur Gegenwart. Das war unser Anliegen, dass wir in allen Bereichen den tagesaktuellen Bezug haben könnten, dass wir die natürlich auch darstellen. Dann haben wir die Kulturgeschichte mit herausragenden Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Katharina die Große als Tochter der Stadt Zerbst. Wir haben Mensch und Natur, wir haben den Wirtschaftsstandort Anhalt. Das sind 2 Bereiche, die sich auch gegenseitig bedingen, weil der Wirtschaftsstandort Industrialisierung hat natürlich Einschnitte in die Natur, in die landschaftliche Gliederung vorgenommen. Dazu kommen noch die Bildung, die Religion und natürlich die Musik. Und die ist auch ein gutes Beispiel für die regionalen Unterschiede der einzelnen Ausstellungen. So wird sich Dessau natürlich dem Schaffen von Kurt Weill widmen. Köthen natürlich Johann Sebastian Bach und in Zerbst findet man mehr Informationen zu Johann Friedrich Fasch, der von 1722 bis zu seinem Tod Hofkapellmeister war.
Und deswegen macht es auch Sinn, sich die im Prinzip ähnlichen Ausstellungen an den einzelnen Standorten anzusehen, denn jeder Museumsmacher legte natürlich sein ganz eigenes Können in die Waagschale, die große Geschichte Anhalts in seinem Museum besonders zu würdigen. Sie finden das textlich in allen Ausstellungen, und zwar die 35 Roll-Ups. Und die Ausgestaltung der Ausstellungen selbst ist natürlich unterschiedlich. Wir haben hier unsere Schwerpunkte. Wir haben das, was die Residenz Anhalt-Zerbst ausmacht, beziehungsweise auch die Stadtgeschichte, haben wir dargestellt mit eigenem Museumsbestand, mit Archivalien. Und man sollte sich mit einem Besuch nicht allzu viel Zeit lassen, denn in Zerbst ist die Ausstellung nur bis zum 29. Mai zu sehen. Dann ziehen die Roll-Ups weiter. Aber viele der Ausstellungsstücke, auf die das Zerbster Museum mit Recht stolz ist, bleiben natürlich auch weiterhin für die Besucher zu besichtigen. Und wenn nicht, das überaus interessante Gebäude des Franziseumsgymnasiums, frisch renoviert und hergerichtet, ist auch schon einen Besuch wert. Weitere Informationen zu Veranstaltungen im Jubiläumsjahr Anhalt 800 findet man im Internet unter der eingeblendeten Adresse.